Die Freude ist gerade so gefährlich wie eine Kartätsche, die aus der blauen Luft herniederplatzt. Lass mich. Wehrte der Oberst ab. Er hatte sich bereits wieder erholt und erhob sich. Wer hat dir dieses Blatt gegeben? Eine Dame, Onkel. Welche? Sie nennt sich Adele von Tresco und lässt dich um eine Unterredung bitten. Adele von Tresco? Zerriss er langsam den verhassten Namen. Sie, also sie. Doch ich gab ihrem Bruder mein Wort. Er hat seine Aufgabe gelöst. Sie mag kommen. Wanda ging, Heinz folgte ihr. Nach einigen Augenblicken trat Adele ein. Sie blieb am Eingang stehen, ihr halbverschleiertes Auge in ängstlicher Erwartung auf den Prinzen gerichtet. Hoch emporgereckt stand er ihr gegenüber. Doch sein erst so finsteres Angesicht, sein drohendes Auge, wurde beim Anblick des schönen und demütigen Wesens heller und milder.